ready to wake up. Bis kurz vor 19 Uhr gab es noch bange Blicke angesichts der spärlich besetzten 200 Besucherstühle. Hatte man den Informationsbedarf der Bürger falsch eingeschätzt? Heute geht es nur darum, mit Ihnen zu reden. Nein, das Informationsbedürfnis der Geisenfelder Bürger hatte man nicht falsch eingeschätzt. Als die Bürgerversammlung durch den Moderator Bernd Mahler kurz darauf eröffnet wurde, konnte er das vor gut gefüllten Stuhlreihen tun. Gerüchte gibt es viele und in Geisenfeld, glaube ich, muss man mal ganz konkret ansprechen. Es hat sich im Sommer lang ein Gerücht gehalten, dass hier eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Es war für mich Anlass, über viele Tage, viele Stunden nachfragen zu lassen. Letztlich hat es geendet, ich habe von dem gehört und ich habe von dem gehört und ich habe von ihnen gehört. Aber bis heute hat sich niemand gemeldet, der geschädigt worden ist. Erst gestern wird aktuell Innenminister Herrmann, Ministerpräsident Seehofer, in Bayern wird keine Wohnung beschlagnahmt. Definitiv. Bevor hier irgendjemand Angst um sein Privateigentum haben muss, haben wir natürlich schon noch mannigfaltige Möglichkeiten, Flüchtlinge unterzubringen. Die aktuellsten Zahlen von heute hier, wir haben in Geisenfeld 85, also im Stadtkern und den Ortsteilen, in zwei Ortsteilen 85 Asylanten plus 12 Fehlwillige, die rechne ich aber immer zu den Asylanten dazu, plus 6 unbegleitete minderjährige Jugendliche, die in einem Objekt betreut werden. Das sind 103 Personen praktisch im Stadtkern und es sind aktuell in der Patrouillenstellung Pfeilmoos 173 Asylbewerber, insgesamt also 276. Also im Moment sind im Landkreis etwas mehr als 100 Personen an sich ausreisepflichtig und wir konnten im Jahr 2015, also bis September, irgendwann müssen wir bei jeder Statistik mal einen Schnitt machen, logischerweise ca. 30 Personen außer Landes bringen. Die Polizei Geisenfeld hat mit einem Zeitaufwand von etwa 170 Stunden in den letzten Monaten 16 Abschiebungen durchgeführt. Ich muss aber sagen, keine einzige Abschiebung war problematisch, weil Asylbewerber einfach, muss ich sagen, entsprechend uns gegenüber aufgetreten sind. In Deutschland ist momentan, wir haben 190.000 Ausreisepflichtige und weisen prozentual sehr, sehr wenig aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Gründe kurz erwähnen sollen. Kennen Sie, oder? Da gibt es halt verschiedene Abschiebehindernisse, die da sind. Und wir haben nochmal knapp 400.000, die ja vorübergehende Duldung haben, die eigentlich auch ausreisepflichtig gewesen wären, die wir in der vorübergehende Duldung überführen haben müssen. Mal kommen ja mit zu Asyl ziemlich alles, aber dass es unbezahlte Rechnungen von Krankenhäusern gibt in Sachen Asyl, ist mir überhaupt nicht bekannt. Die Frage, die sich anschließt, ja auch die, wie ist denn eigentlich ein Flüchtling krankheitsmäßig betreut, gesundheitstechnisch, wie wird der versorgt? Der Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung ist, dass wir nur das machen, was unmittelbar nötig ist. Also wenn Schmerzen sind, wenn jemand krank ist, ja, es kann keiner hier seine kompletten Zähne machen lassen auf unsere Kosten. Die Rede, dass eingekauft werden darf von Asylbewerbern, von Flüchtlingen. Und die Rechnung würde dann der Herr Bürgermeister persönlich übernehmen. Das war eine der Dinge, die man vielleicht an der Stelle auch gerade rücken kann. Wenn dem so wäre, würde ich mich gerne morgen zum Einkauf anmelden. Ja. Wenn das so einfach wäre und der Bürgermeister natürlich das Geld des Steuerzahlers so einfach ausgeben könnte, das ist natürlich absolut fehlerhafte Meinung und absolutes Gerücht. Der Bürgermeister zahlt keineswegs irgendwelche Rechnungen aus irgendwelchen Zukunft. Auch das Sozialamt zahlt selbstverständlich keine Rechnungen in Supermärkten, also sei es, dass da irgendwas geklaut worden oder wirklich eingekauft worden ist. Wir zahlen Asylbewerberleistungen aus an die Asylbewerber und damit ist der Lebensunterhalt zu bewerkstelligen und für uns ist es damit beendet. Also dieses Gerücht haben wir auch gehört in der Variante, auch dass das Sozialamt sämtliche Diebstähle eintreten würde, die hier im Landkreis in Supermärkten vorkommt. Ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, aber es ist wirklich nur ein Gerücht. Wenn man ja nicht fähig sein will, die Grenzen zu schließen,
werden auch nächstes Jahr wieder Millionen Illegale kommen. Meine Frage jetzt hierzu, gibt es eine Obergrenze für Geisenfeld oder gibt es eine Obergrenze für den Landkreis? Und wenn ja, wie setzen Sie das durch? Weil momentan müssen Sie ja anscheinend alles aufnehmen, was Ihnen zugeteilt wird. Ja, zum Teil, da gibt es einen sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser Königsteiner Schlüssel orientiert sich an der Bevölkerung, an den Einwohnern und an der Wirtschaftskraft, die auch mit verrechnet wird. Also wirtschaftsstärkere Gebiete müssen dann eben noch einen höheren Faktor mit berücksichtigt bekommen. In Geisenfeld ist es jetzt in der Tat so, wenn wir die Kaserne nicht hätten, dann wären wir so mit der 1%-Regel gut dabei. Jetzt mit dem Kasernenkalender seid ihr eigentlich schon über der 2% auch drüber, den wir im Landkreis ausgerufen haben. Und wir kriegen natürlich mit, dass die Belastung hier oder die Veränderung, auch die soziale Veränderung in allen Facetten in Geisenfeld stärker ist als das woanders. Es gibt Möglichkeiten, das zu begrenzen, das ist ja gerade im Gespräch. Das wird ja von meiner Gruppierung, das ist ja kein Geheimnis, eine Asylobergrenze, also eine Zuwanderungsbegrenzung gefordert. Das ist allerdings auch sehr, sehr schwierig dann umzusetzen, 1:1. Also man kann ja immer viel fordern und muss dann umsetzen. Das war ja oftmals die Diskussion da. Wie machen wir es jetzt? Gerade ganz aktuell, wo ich vom Landtag gefahren bin, haben wir die sogenannten Transitzonen diskutiert, die eine Kernforderung unserer Partei sind. Und wir merken auch, dass die Wohnungen weniger werden. Wobei interessant ist, dass die Stimmung wirklich so gut ist, dass wir weiterhin Häuser angeboten bekommen. Tausende von Menschen an der slowenischen Grenze stehen, im Matsch, im Regen. Und jetzt kommt dann der Winter. Es ist schon eine sehr, sehr heikle Diskussion, die wir führen. Das muss man immer bedenken. Und auch vielleicht für den heutigen Abend in der Diskussion, die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, die haben in keinster Weise eine Schuld dafür, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Da gibt es sicherlich Motivationen, die dann nicht dem Asylrecht entsprechen und die ja bei uns nicht bleiben dürfen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn halt Vorwürfe kommen, machen Sie es bitte nicht den Menschen, sondern wenn dann den Politikern. Die Mischung ist groß. Es sind Menschen, die haben eine gute Berufsausbildung, die kann hier auch anerkannt werden, vielleicht nur mit Auflagen. Das machen auch manche schon, während sie im Verfahren sind, zu versuchen, Fuß zu fassen. Es gibt da viele Ehrenamtliche, die sich genau dieses Themas annehmen. Momentan, Stand heute, wird dieser Strom so weitergehen. Wir kriegen momentan jeden Tag 10.000 Menschen, speziell hier in Bayern. Deswegen ist er Bayern besonders belastet. Wie sind denn die Menschen so? Sind es in überwiegenden Menschen, die dafür dankbar sind, dass sie hier sein dürfen? Sind es Menschen, denen das wurscht ist, die sagen, ist mir egal, in Deutschland kriege ich ein Haus gebaut, deswegen bin ich da und Geld kriege ich obendrein geschenkt? Wie ist denn die Wahrnehmung, wenn man tatsächlich mit den Menschen spricht? Im Großen und Ganzen sind alle eher dankbar und sehr offen und freuen sich sehr, wenn auf sie zugeht. Ja, es gibt natürlich kulturell bedingt auch Menschen, auch Asylbewerber, die in einer Art und Weise auf uns hier zugehen, die uns vielleicht fremd ist, manchmal auch zu offensiv. Und es gibt aber auch ganz, ganz viel ist unsere Erfahrung, die einfach sich freuen, wenn sie unter Leute kommen, wenn sie angenommen werden, wenn sie in Kontakt kommen. Wenn man aber so wissen will, gibt es eine ganz todsichere Methode, das zu erfahren, indem man mit den Leuten spricht. Ja, es sind ja viele da, die viele Asylbewerber kennen, die da viel von ihren Erfahrungen, vom Alter, was sie so gemacht haben, so wenn sie das erzählen wollen. Also das ist immer der Königsweg, vielleicht gar keine Statistik zu lesen, sondern mal diesen Menschen, also Menschen wahrzunehmen, mit denen man sich unterhalten kann, in welcher Sprache auch immer, auch wenn es vielleicht nur Hände und Füße sind. Sowohl im Ehrenamt, ich glaube, ich darf das schon sagen, deswegen machen die Ehrenamtlichen das nämlich, als auch wir Hauptamtlichen sehen es überwiegend als Bereicherung, nicht immer. Natürlich gibt es in jeder Kultur, in jedem Land, überall Menschen, mit denen man es nicht kann, die komisch sind, die sich nicht einbringen wollen in die Gemeinschaft. Der Winter, der jetzt vor der Tür steht, zeichnet sich nochmal als ganz besonders spannende Phase ab, damit wir das möglichst gut verstehen. Ich denke, niemand will, dass bei uns Personen auf der Straße, auf der Parkbank oder vielleicht in ganz dünnwandigen Zelten die Wintermonate zubringen muss und frieren muss. Wir kriegen natürlich mit, wie die Stimmung so im Lande ist, wie die Stimmung an den Biertischen ist, an den Stammtischen. Und das macht mir also die große Sorge, dass möglicherweise die Stimmung kippen könnte. Es gibt
gibt die Aussage, Asylpolitik kennt keine Obergrenze und so. Die Zahlen, die Sie sagen, wir gehen im Land von 1,5 Millionen aus, dieses Jahr noch. Also nicht dieses Jahr zusätzlich, sondern insgesamt 2015 1,5 Millionen Asylbewerber. Die Kriminalstatistik, die Sicherheitslage wird sich sicherlich nicht signifikant im Jahr 2015 geändert haben. Habt wirklich ein bisschen Vertrauen, wie die Merkel oder mein Entsatztag, wir schaffen das. Ich bin der Überzeugung, dass wir es so nicht ganz schaffen, aber ich bin mir sicher, dass ich kann nur für Bayern reden, dass Bayern genau die Punkte so durchbringt, dass es schaffbar wird. Und wir werden damit fertig werden. Es sind da gewisse Chancen, das hat der Landrat schon gesagt. Glauben Sie mir, wir werden jeden Tag ganz, ganz hart arbeiten dran. Und so. Diese ganzen braunen Hetzen und das, dass die Menschen persönlich beschuldigt werden, die Menschen, die zu uns kommen, habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, die können nichts dafür. Wir müssen die politischen Rahmenbedingungen schaffen, dass für ganz Europa erträglicher wird, vor allem für Deutschland erträglicher wird. Und ich bin zu 100% überzeugt, das schaffen wir. Wenn wir bedauern, auf den Satz haben wir schon lange gewartet, die Menschen können nichts dafür. Wir reden jetzt ganz viel über Zahlen und über Dinge, die wirklich wichtig sind, aber wir sollten vielleicht nicht vergessen, die kommen ja nicht aus Jux und Ballerei und den Deutschen mit das Leben ein bisschen schwer zu machen, sondern die haben einen konkreten Grund und der ist nicht positiv. Die können da nichts dafür. Und da sollte man dann auch sehr sachlich damit umgehen. Also Dankeschön, diesen Satz sollte man am Anfang und am Schluss sagen. Die können nichts dafür. Das sind die Opfer, nicht wir. Diesen Winter, wir halten alle zusammen, die Größenordnung 2% Anteil an der Bevölkerung. Aber dann muss irgendetwas passieren, was auf die Bremse tritt. Dass Sie den Weg mitgehen, den wir heute vorgestellt haben, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dass wir Ihnen aber auch geben, dass wir Ihnen heute nicht sagen, das geht jetzt immer so weiter. Also Sie haben uns auch an Ihrer Seite, wenn es darum geht, Maßnahmen umzusetzen, durchzusetzen, einzufordern. Wir müssen diese Ströme verlangsamen. Abschließend vielen, vielen Dank für den heutigen Abend an Sie alle. Dankeschön. Sie haben gezeigt, dass Geisenfeld durchaus aktiv ist und dass man sich auch zeigt und Fragen stellt. Das darf auch kritisch sein und das muss natürlich auch über den heutigen Abend hinausgehen. Dazu darf ich Sie ganz herzlich auffordern und ich bedanke mich bei Ihnen für diesen wirklich sehr, sehr interessanten Abend hier in Geisenfeld. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Thank you.